So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute haben wir wieder ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Eigentlich war es gar nicht geplant, dass jeden Dienstag ein neues Gewinnspiel kommt, was dann immer am Montag im Livestream aufgelöst wird, eine Verlosung kommt. Das war einmal mit diesem Ramses Kitchen Account, der notdürftig entstanden ist, den ich dann hochgelevelt habe in einem Monat von Level 1 bis Level 40 sozusagen, beziehungsweise noch so viele Freunde drauf, dass der Gewinner beim Geschenke öffnen Level 40 erreicht hätte. Dann war das ja mit den ganzen Nostalgie-Forschungen, wo ich jede Woche dann so ein Shiny Pikachu mit Mütze verlost habe. Jetzt ging es weiter, jetzt wurde sogar ein Schlüsselanhänger und eine Pokémon Go Zeitschrift verlost und so weiter, um den jüngeren Zuschauern eine Freude zu machen. Und Taubsi2Go hat mich angeschrieben, den kennt ihr ja vielleicht aus den Livestreams immer. Taubsi2Go hat gesagt, er hat auch noch einen Account rumliegen, den ich in seinem Namen verlosen soll. Jetzt hat er mir den Account gegeben, der hat einen unaussprechlichen Namen gehabt und war Level 22. Heute möchte ich euch den Account mal zeigen. Ich möchte euch den vorstellen, was da so drauf ist, wie der momentan aussieht. Den haben wir nämlich hier. Ich habe an der Kleidung, glaube ich, nichts verändert. Den habe ich jetzt umgenannt in Ramses Support, ne? Damit ihr wisst, wenn eine Anfrage kommt, dass das was mit mir zu tun hat, dass wir da durch die Geschenke leveln können und so weiter. Der ist jetzt Level 31. Ich habe den also schon 9 Level hochgezogen. Hab natürlich immer Raids gemacht, nur den täglichen Raid-Pass bisher, dann Glücksei angemacht, die restliche Zeit vom Glücksei entwickelt und dann immer Geschenke geöffnet von Stufe 1. Mittlerweile sammeln sich die ganzen Leute an. Ich habe jetzt hier nochmal 16 neue Freundschaftsanfragen, die auch Level 1 werden könnten. Und bald ist es soweit. Und dann werden die ganzen Leute hier Level 2, also super Freunde, und dann gibt's erst die richtig krassen Erfahrungspunkte, dann geht's richtig ab. Ich denke mal, wenn ich das heute mache und nächsten Montag die Auslosung ist, wir werden sicherlich, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht Level 35 erreichen, dass wir einen Level 35er Account rausballern. Und als ich das geschrieben habe mit den Freundschaftsanfragen, dass ihr da gerne was schicken könnt, wenn ihr dieses Projekt unterstützt, war da wie gesagt Level 22. Und in der Facebook-Gruppe haben sich manche Leute drüber lustig gemacht. Hahaha, spielst du erst seit 2 Tagen oder was? Level 22. Aber dann in kurzer Zeit eben so weit und dann hat man vielleicht sogar diese Leute überholt, die sich darüber lustig gemacht haben. Einfach nur dank der krassen Community, dank euch, dank den Zuschauern, dank den Leuten. Grüße auch an die Temaraner, an die Hibuhäuser, an die ganzen Stream-Zuschauer, an die ganzen Abonnenten, die das ermöglichen. Und seid bitte nicht sauer, wenn ich manchmal Leute lösche, die auch aktiv sind. Ich will einfach diese offenen Anfragen abarbeiten, weil ich die ja für Level 1 Aufstiege wieder mit reinnehmen kann, dass der Account eben möglichst weit kommt. Jetzt habe ich bei den Aufgaben hier auch ein bisschen was gemacht. Vorhin habe ich zum Beispiel diese Forschung zum Durchstarten gehabt, wo es auch 100.000 Erfahrungspunkte gab für das Lösen der einen Aufgabe und nochmal 100.000 für das Kapitel. Es sind also 200.000 mit Glücksei, 400.000. Ihr müsst das einfach alles wirklich kombinieren, was da so angeht. Jetzt sind hier noch ein paar Sachen drauf. Eine mysteriöse Entdeckung könnte man noch fertig machen. Ein Sprung in der Zeit, mehr zu Meltan, eine beunruhigende Situation, ein tausendjähriger Schlaf. Ihr seht, ihr könnt also Mew und Jirachi und Celebi könnt ihr euch noch selber holen, das würde noch funktionieren. Freunde haben wir gezeigt, 199 hat er momentan, 17 Freundschaftsanfragen stehen noch aus, da könnt ihr noch leveln. Miss Faradjan müsste der Account sein von Taubsi2Go. Habe ich deswegen draufgelassen, eigentlich wollte ich die löschen, die Level 2 geworden sind, weil ich es nicht schaffe, bis Level 3 zu leveln, aber derjenige, der den dann kriegt, der kann ja selber vielleicht bis Level 3 leveln. 17 Anfragen noch da, wer ist momentan da hier? Trojanerin, Gamer, Dude, Joel, Liliu, The Caddy, Artic, Steven, Linda und so weiter. Also ihr habt da noch ordentlich ein paar Freundschaftsanfragen drin. Wir können uns auch mal kurz Statistiken angucken. 266.000 von 500.000 hat er jetzt, 78 gelaufene Kilometer, 757 gefangene Pokémon, 1.800 Pokestops, Gesamt-EP 2.700.000, Startdatum 1.7.2018, der ist also schon urig alt, trotzdem
War der nur Level 22, als ich den bekommen habe? So, dann haben wir hier ein paar Arena-Orden. Wir haben ein paar Medaillen, Bronze und viel Silber. Bei manchen hat sich noch gar nichts getan. Hier ist eine Goldmedaille wenigstens für Typ normal. Also der Account wurde wirklich kaum gespielt, aber durch das hohe Level möchte ich ja trotzdem erreichen, dass man da die Pokémon höher ziehen kann. Hab auch vorhin ein, was war es denn, ein Dragoran gepusht. Ich habe ja ein Dratini aus der einen Aufgabe bekommen, das war sogar ein 98er. Musste ich ja für die Aufgabe auch entwickeln. Entwickle ein Dratini, entwickle ein Dragoni. Jetzt habe ich mir ein Dragoran geholt und das Dragoran kommt jetzt auch auf 2919. Das ist das beste Pokémon, was hier drin ist. Das ist also ein 98er, kann ich euch hier mal zeigen. 15, 15, 14. Hab da deswegen die 60 Bonbons, die es noch aus der Aufgabe gab, damit reingenommen. Ihr habt ja also drauf einen Dragoran, ihr habt einen Kyogre mit Wetterboost, ihr habt einen Groudon mit Wetterboost, ihr habt zwei Shiny Groudon mit Wetterboost, ein normales Kyogre und ein Shiny Kyogre. Ich mache jeden Tag einen 5er Raid. Bisher habe ich, glaube ich, auch alle gefangen. Das heißt, hier sind auch ein paar Zekrom drauf. Dann habt ihr hier Flamare, ihr habt drei Quasar, dann geht's weiter, Kapilzichlor, Hariyama, Maskeregen, Relaxo. Das sind wahrscheinlich die Sachen, die ich dann so immer entwickle, wenn ich ein paar Bonbons habe. Ihr habt hier noch ein Hytera drin. Irgendwas Cooles war, glaube ich, noch dabei. Lavita ist hier auch, da könnte man Bonbons sammeln natürlich. Ich habe das meiste eben weggeschmissen, was ich nicht gebraucht habe. Shiny Evoli ist drauf, Shiny Roselia. Irgendwas wollte ich unbedingt aufheben, weil ich dachte, das ist seltener. Jetzt weiß ich gerade nicht was. Vielleicht kommt es noch weiter unten hin. Da ist natürlich auch viel Mist drauf. Aber die oberen Sachen, viele sagen, sie haben noch nicht mal einen Groudon. Hier, ich glaube, das Corazon. Corazon ist ja auch ein regionales. Gab es zwar dann zum Go-Fest oder so oder zur Safari, aber wer noch kein Corazon hat, der kann sich natürlich auch das Corazon rübertauschen. Wir nehmen mal einen ganz kurzen Überblick über die Schillernden. Da gehen wir mal hier rein. Schillernd, ne? Und dann seht ihr also zwei Groudon mit Wetterboost. Das sind bestimmt die Highlights von dem Account. Es gibt Leute, die haben doch gar keinen Shiny Groudon oder. Ja, wollen die sich dann wieder tauschen und dann sagen, ich nehme das trotzdem als zweiter Account. Da mache ich jetzt immer 5er-Raids mit, dann wächst der auch. Dann kann ich mit zwei Accounts battlen. Das Shiny Kyogre, das Shiny Roselia und das Shiny Evoli sind also nicht so viel. Auf dem Ramses Kitchen gab es da deutlich mehr. Aber der wurde ja, wie gesagt, nicht wirklich bespielt. Und ich bin gerade nur am Leveln, sozusagen. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Wir können mal kurz hier drauf gucken. 350 ist die Itembox. Da ist an sich auch nichts gemacht. Ich schmeiße auch meistens alle Dränge, alle Beleber und alles weg. Ich versuche immer nur Glückseier zu sammeln und dann rumzuleveln. Ihr habt 8 Sonderbonbons noch jetzt hier drin, 2 Premium-Kampf-Raid-Pässe. Die werde ich auch, denke mal, drauf lassen. Das sind die nämlich, die ich aus den Aufgaben bei den Belohnungen immer bekommen habe. Ich werde wirklich nur die kostenlosen verbrauchen, dass ihr da noch Raid-Pässe drauf habt, ohne euch was zu kaufen. Dann habt ihr natürlich von jedem Logmodul eins, wo ihr euren großen Account mal boosten könnt. Ihr habt silberne Sananabären ein paar drauf, ein paar Entwicklungssteine, die jetzt vielleicht nicht so wichtig sind. Und ich setze den auch jeden Tag in eine Arena. Das habe ich jetzt schon 6 Mal gemacht, deswegen hat er schon über 300 Coins. Das dauert ja jetzt ungefähr noch eine Woche, da können da bestimmt die 500, 600, 600 Coins noch erreichen, wovon ihr euch theoretisch wieder 6 Raid-Pässe kaufen könntet oder eine Packung Rauch, eine Packung Eier, irgendwas. Es liegt ganz an euch, was ihr dann damit macht. Rauch würde sich momentan eigentlich lohnen, wenn ihr damit spielt und den auch selbst leveln wollt. Ihr seht, das ist jetzt nicht der krasseste Account, aber er ist auf jeden Fall kostenlos und kann euch gehören, ob ihr den nun ausschlachtet oder als Raid-Hilfe mitbenutzt. Und ich versuche ja trotzdem, den noch weiter hoch zu leveln. Jetzt aber, was ihr dafür tun müsst, um den zu bekommen. Eigentlich dachte ich beim letzten Mal, das war der Ramses Kitchen Account, also musste man den Hashtag Ramses Kitchen in die Kommentare schreiben. Jetzt müsste man theoretisch Ramses Support in die Kommentare schreiben als Hashtag. Aber ich will ja nicht immer für mich Werbung machen, deswegen Ehre, wem Ehre gebührt. Den anderen habe ich selbst erstellt, den habe ich geschenkt bekommen. Der ist von Taubsi2Go, deswegen möchte ich auch Taubsi2Go irgendwie in den Hashtag einbinden. Wir nehmen einfach Taubsi2Go for President. So,
Schön kompliziert, extra lang. Ich lasse mir wieder was einfallen, wie verkorkst ich das schreibe, sodass viele sich verschreiben und das nicht richtig haben. Aber Taubsi to go for President ist der Hashtag für dieses Gewinnspiel. Wie gesagt, ihr müsst den Kanal nicht abonnieren, ihr müsst das Video nicht liken, ihr müsst das Video nicht teilen und 20 Freunde markieren. Ihr müsst einfach nur den richtigen Hashtag für dieses Gewinnspiel hier reinschreiben. Das kommt jetzt am Dienstag online und nächste Woche Montag im Livestream 20 Uhr. Chill mit Ramses Livestream 20 Uhr auf YouTube. Nächste Woche Montag ist dann die Verlosung. Unter allen, die einen Kommentar geschrieben haben, wird das über diesen Random YouTube Comment Picker so rum ausgelost. Und wenn das richtige Hashtag dabei ist, hat er gewonnen. Wenn nicht, wird nochmal gelost. Und es bringt auch nichts, 20 Kommentare zu schreiben oder 100 Mal was drunter zu schreiben. Ich kann einen Filter einstellen, dass wirklich nur einmal ein Kommentar von einer Person zählt. Also spammt nicht alles zu, so bleibt es wenigstens übersichtlicher. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Vielleicht habt ihr ja Bock auf den Account. Jetzt also schon Level 31. Und mal gucken, wie weit wir noch kommen. Level 35 ist mein Ziel, mindestens. Ich werde mein Bestes geben, dank eurer Mithilfe natürlich. Taubsi to go for President, schreibt's in die Kommentare als Hashtag und vielleicht auch, ob ihr den Account wollt, was ihr cool an dem Account findet, was ihr nicht cool findet, was ihr mit dem Account vorhabt und so weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, das war's von meiner Seite aus. Da oben geht noch ein Fünfer auf, sehe ich gerade. Den werde ich mir dann auch gönnen, aber auf dem großen Account. Wir sehen uns heute Abend außerdem im Stream. 18 Uhr ist nämlich die Spotlight-Stunde mit Sir Purze, aber ich werde einfach eine Meltan-Spotlight-Stunde draus machen, wegen den doppelten Bonbons. Bis dahin, viel Glück, wir sehen uns, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.